liebe Parteifreundinnen, liebe Parteifreunde, ein, wie ich finde, ausgesprochen engagierter, konstruktiver Parteitag geht zu Ende. Ich bedanke mich bei allen hier im Raum, bei allen Delegierten, dass sie sich hier so konstruktiv, engagiert eingebracht haben. Ich glaube, es ist uns gelungen, zwei wesentliche Punkte deutlich zu machen. Wir sind auf der Höhe der Zeit, wir sind im Angriffsmodus, wir können zu allen aktuellen Fragen in Deutschland interessante, attraktive Gegenmodelle aufstellen, die diese Republik auch in die Zukunft führen werden. Und wir haben auf der anderen Seite einen Parteientwicklungsprozess vorangetrieben, der uns sowohl nach innen und ich bin überzeugt eben auch nach außen attraktiver machen wird, noch mehr Potenzial hebt von der vielen Expertise, die wir quer durch die Partei in den Reihen unserer Mitgliedschaft haben. Und dieser Dank gebührt erstmal Ihnen, dass Sie sich hieran so super beteiligt haben. Es ist aber auch der Zeitpunkt, nach so einem Parteitag sich noch bei einer Reihe anderer zu bedanken. Wir danken vorneweg mal dem Sächsischen Landesverband, den Freunden aus Sachsen für die tolle Gastfreundschaft. Ihr seid klasse aufgestellt für die Wahlen, die vor euch liegen, auch nach dem 25.05. für die Landtagswahl. Wir können euch versprechen, lieber Holger Zastrow, was wir tun können, um zunächst die Freunde in Sachsen und danach auch in Brandenburg und Thüringen zu unterstützen. Den Schwung bekommt ihr von der Bundespartei. Und ich bin mir sicher, dass auch viele Parteifreundinnen und Parteifreunde aus den Orts- und Kreisverbänden einverstanden sind, mit euch vor Ort die Mannschaften zu verstärken, um Wahlkampf zu machen, möglichst viele Blau-Gelbe auf die Straße und in das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern zu bringen. Und das werden wir in den nächsten Wochen organisieren, dass wir euch da nicht nur Schützenhilfe, sondern vor allem auch Rückenwind organisieren. Dass wir hier so engagiert haben, tagen können und insbesondere so reibungslos, das hat was mit vielen fleißigen Helferinnen und Helfern zu tun, denen wir danken wollen. Ich denke an die Verteilergruppe, die immer genau auf dem Punkt da war, um uns mit den richtigen Unterlagen zu versorgen. Die C-Kommission unter der Leitung von Alexander Müller, die Dienstleister von der Universum und auch der Comdoc und vor allem, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, dieses kompetente und charmante Tagungspräsidium, das uns durch diese zwei Tage geführt hat. So, wir danken auch hier den Verantwortlichen der Messe Dresden, insbesondere Herrn Geschäftsführer Ulrich Finger und vor allem Claudia Dittrich und Ulrike Hoffmann, dass wir hier so gut aufgehoben waren. Dazu beigetragen hat auch das Event Catering Teichmann GmbH, insbesondere Stefan Strämel und sein Team. Und wir wurden auch bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Parteitages hervorragend durch sie unterstützt und betreut. Dasselbe gilt für Prologo und vor allem die vielen Sponsoren, die wir auf dem Markt der Möglichkeiten gesehen haben. Und ich danke Ihnen ausdrücklich, dass Sie sich auch im Gespräch mit den vielen, die hier vertreten waren, die uns weiter die Stange halten, engagiert haben. Das ist bei den Ausstellern ausgesprochen positiv angekommen. Last but not least, ein ausgenommen großer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle. Ich glaube, vielen von uns ist gar nicht so sehr bewusst, dass diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lange im Vorfeld eines Bundesparteitages mit der Vorbereitung befasst sind, dass sie auch schon mehrere Tage, bevor wir hier in die Halle kommen, hier vor Ort sind, um all das aufzubauen, zur Verfügung zu stellen, damit wir reibungslos beraten können. Und ich glaube, das ist nochmal ein Sonderapplaus für die Bundesgeschäftsstelle wert. So, jetzt bleibt mir nur, Ihnen erstens eine gute Heimfahrt zu wünschen und zweitens zu sagen, Leute, wir haben noch einen Endspurt vor uns bis zum 25.05. und dementsprechend nehmt den Schwung, nehmt das Engagement mit zu euch vor Ort, überzeugt, wen ihr kriegen könnt. Ich glaube, dass wir es schaffen können, auch diese letzten zwei Wochen noch zu nutzen für ein respektables Ergebnis auf der kommunalen Ebene, genauso wenn es, wie es um Europa geht. Wir brauchen Europa, wir brauchen das kommunale Engagement
Und um das stark zu machen, braucht es eine starke FDP. Also auf nach draußen und möglichst viele Herzen gewinnen, damit die das Kreuz am 25.05. an der richtigen Stelle macht. Damit ist der Bundesparteitag geschlossen. Danke.